Heute sprechen wir darüber, wohin es den typischen Deutschen nach Polen hinzieht und gehen auch ein paar Theorien durch, warum es so ist. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du schon Abonnent von diesem Kanal bist, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du das Video liken würdest. Und falls du noch kein Abonnent von diesem Kanal bist, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Kommen jetzt aber auch schon direkt zum Hauptthema und sprechen mal darüber, warum bzw. wohin es den typischen Deutschen nach Polen zieht. Und das soll auch gleichzeitig eine Frage an euch sein. Wenn ihr schon nach Polen ausgewandert seid oder vielleicht mit dem Gedanken spielt, nach Polen auszuwandern, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mal in den Kommentaren hinterlassen würdet, warum ihr euch gerade für diesen Ort entschieden habt. Leute, die diesem Kanal folgen, wissen ja auch, dass ich in Łódź lebe. Und Łódź ist aus ganz Polen mittlerweile die viertgrößte Stadt, wurde jetzt vor kurzem von Breslau überholt. Breslau hat jetzt ca. 2.000, 3.000 Einwohner mehr, daher der Positionswechsel. Ja, und aus dem Grund, dass die wissen, dass ich halt in Łódź wohne, habe ich auch schon öfters und das nicht nur einmal die Frage gekriegt, ob ich hier in Łódź nicht sowas wie deutsche Kindergärten oder deutsche Schulen kennen würde oder auch zum Beispiel deutsche Familien kenne mit Kindern, wo dann die Kinder untereinander auf Deutsch spielen können, also mit der deutschen Sprache spielen können, damit die einfach auch nicht die deutsche Sprache vergessen. Und genauso war es jetzt auch vor kurzem, habe ich jetzt auch eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht wissen würde, ob es hier in Łódź sowas wie deutsche Veranstaltungen gibt oder sowas. Ne? Und meine spontane Antwort war dann auch darauf, dass ja, nee, ich persönlich kenne sowas hier nicht in Łódź und ja, dass es eigentlich den typischen Deutschen nicht so gerade nach Łódź zieht. Und dann habe ich auch sofort die Gegenfrage gekriegt, ja, warum denn eigentlich nicht? Ne? Łódź ist zwar nicht so eine Stadt wie Warschau, aber trotzdem noch eine Metropole. Und deswegen möchte ich mal ein bisschen genauer auf das ganze Thema mal eingehen und zeige euch, wo die Deutschen in Polen wohnen. Und dazu nehme ich euch einfach mal mit bei mir auf meinem Bildschirm und zeige euch eine Karte dazu. Leute, die vielleicht das Video von mir gesehen haben, wo ich über das Thema Ausländer in Polen spreche, müsste die Karte schon kennen. Das ist im Prinzip genau die gleiche Karte, nur wir filtern das jetzt alles hier auf Deutsche. Und ja, jetzt müsstet ihr eigentlich mein Bildschirm sehen. Und jetzt haben wir hier die Karte von Polen. Und ja, das ist hier alles in Województwa aufgeteilt. Also Województwa sind im Prinzip sowas wie in Deutschland die Bundesländer. Und ich zum Beispiel wohne hier in der Województwa Łódzkie. Hier sehen wir, das sind 221 Deutsche. Und wenn wir jetzt hier mal hier so grenznah schauen, dann sehen wir, dass hier schon die meisten Deutschen wohnen. Also hier haben wir Zachodniopomorskie, das ist hier, weiß nicht, hier alles hier Stettin und Kolberg und das geht hier dann bis Ustka ungefähr. Ja, da haben wir fast 6.000. Dann haben wir hier dieses Gebiet, das ist hier nur Pomorskie, das ist, wo zum Beispiel auch Danzig ist und hier halt die ganze Ostsee hier oben. Und Lubuskie haben wir auch noch über 4.000. Ja, und dann sehen wir, das zieht sich dann, umso weiter wir reingehen, umso weniger wird das dann auch eigentlich mit den Einwohnern. Deswegen, wie erwähnt, Łódź ist jetzt nicht die attraktivste Stadt für deutsche Auswanderer. Województwo Mazowieckie würde ich jetzt hier auch noch als eine Ausnahme bezeichnen, weil in dieser Województwa ist die Stadt Warschau. Warschau ist die Hauptstadt. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass von diesen 1.433 mindestens zwei Drittel alleine davon nur in der Stadt Warschau wohnen. Ja, da das einfach eine Metropole ist und dass dort mit großer Wahrscheinlichkeit er, aber auch die jüngere Generation hinzieht. Und ich möchte jetzt hier einfach mal so zwei, drei meine persönlichen Theorien nennen, warum ich denke, dass gerade dort sehr viele Deutsche wohnen. Und klar, erstmal haben wir hier, das ist grenznah. Ne? Der typische Deutsche hat es leicht, nach Deutschland wieder zurückzufahren, vielleicht um Freunde und Familie zu besuchen. Vielleicht aber auch ist der ein oder andere noch in zum Beispiel Deutschland krankenversichert. Wenn wir jetzt mal von den Älteren oder von den Rentnern sprechen, die haben es dann ganz leicht nach Deutschland. Und ja, man muss auch schon zugeben, dass das deutsche Gesundheitssystem besser ist wie das polnische Gesundheitssystem. Und warum soll man sich dann hier den ganzen Papierkram hier in Polen antun, wenn man das auch eigentlich alles in Deutschland machen kann?
Ja. Und wenn wir jetzt mal hier weiter unten schauen, warum hier die Zahl noch wesentlich größer ist wie der Rest von Polen hier eventuell. Hier haben wir zum Beispiel Małopolskie, hier haben wir zum Beispiel Krakau, hier haben wir auch Katowice oder so, wie auch schon gerade erwähnt, hier Warschau oder Danzig. Da könnte ich mir gut vorstellen, oder hier, wenn wir auch noch Posen haben, da könnte ich mir gut vorstellen, dass dort noch vielleicht ein bisschen mehr die jüngere Generation dort lebt, einfach weil das auch vielleicht arbeitstechnisch gerade für den Deutschen der Arbeitsmarkt dort attraktiv aussieht, weil in diesen Städten auch ja, sehr viel mit deutscher Sprache gesucht wird. Und könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dort deswegen auch die jüngere Generation dort wohnt. Aber ich habe jetzt auch noch eine dritte Theorie, die vielleicht jetzt etwas weit hergeholt ist, und vielleicht kann mir auch vielleicht der ein oder andere seine Meinung mal dazu sagen. Und zwar, wenn wir jetzt einfach mal 100 oder ja, 120 Jahre mal zurückdenken, da war das alles hier, also gerade in diesem Bereich, wo viele Deutsche wohnen, das war ja früher alles deutsches Gebiet, das war ja früher das Deutsche Reich, und das polnische Königreich, das hat sich ja auch weiter in den Osten gezogen, das heißt von Lettland, Litauen, Weißrussland, Ukraine, ich weiß nicht, ob da noch die tschechische Slowakei auch noch ein Teil Polen war, ich bin jetzt auch kein großer Historiker. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist einfach, dass da vielleicht auch noch sehr viel nach deutscher Architektur gebaut worden ist und das vielleicht auch für den typischen Deutschen, der nach Polen auswandert, einfach vielleicht ein bisschen attraktiver ist, weil machen wir uns mal nichts vor, wenn wir mal Danzig nehmen, also hier, was hier Pomorskie ist, und dann gehen wir mal hier nach Podlaskie, ich glaube Lublin ist dort, und mal die beiden Städte miteinander vergleichen, das ist dann schon eigentlich wie Tag und Nacht. Und ich könnte mir dann deswegen dann auch vorstellen, dass dann der typische Deutsche sagt, er fühlt sich dort einfach wohler. Nicht mit dem Gedanken, ach, das sind ehemalige deutsche Gebiete, aber er fühlt sich einfach ein bisschen, vielleicht ist das alles für ihn ein bisschen vertrauter. Ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr nach deutscher Architektur gebaut. Da kommt man auch mit der deutschen Sprache wesentlich weiter, als wenn wir jetzt weiter wirklich tief in den Osten reingehen. Ja, oder auch zum Beispiel, wo ich hier wohne, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum hier nicht viele Deutsche wohnen. Ja, weil das einfach für den typischen Deutschen nicht attraktiv ist. Hier ist alles in Łódź, ist so eine typische Arbeiterstadt. Ja, hier wurden früher große Fabriken gebaut, hier wurde sehr viel Smog gemacht. Und wenn ihr selber mal Polen kennt, also polnische Menschen kennen, polnische Bürger, dann fragt die einfach mal, was sie von Łódź wissen und was sie aus Łódź kennen. Die meisten werden sagen, dass Łódź einfach keine schöne, attraktive Stadt ist. Vielleicht werdet ihr sogar teilweise einen Kommentar kriegen, dass Łódź eine dreckige Stadt ist, weil das noch lange, lange so war. Die Leute ziehen aus Łódź aus und deswegen ist das einfach nicht interessant, und deswegen zieht es mehr den typischen Deutschen mehr in die Region. Posenhan, also Posen oder Wrocław, Warschau, Danzig, weil das einfach von der Architektur auch einfach schöner ist alles. Und das sind einfach so meine persönlichen Theorien, warum ich denke, dass es dort den typischen Deutschen hinzieht. Aber wie gesagt, deine Meinung würde mich wirklich sehr interessieren. Lass mir mal bitte einen Kommentar, warum es dich gerade in dieses Gebiet gezogen hat, wo du jetzt lebst, oder wenn du mit dem Gedanken spielst, nach Polen auszuwandern, in welche Stadt du ziehen möchtest und warum es gerade dieser Ort ist. Also das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr brennend interessieren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!